Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Gespräch über Kultur, Gesellschaft und Außenpolitik in Umbruchzeiten. Nicht nur als Folge der Corona-Pandemie sehen wir in den letzten Jahren enorme Fortschritte in der künstlichen Intelligenz. Die Digitalisierung hat unseren ganzen Lebensraum geändert. Und damit stellen sich Fragen, wie sich diese Prozesse auf das Verständnis des Menschen und auf unser Menschenbild auswirken. Verlieren wir eigentlich mit der Digitalisierung, mit der wir jetzt enorm konfrontiert sind, unsere Menschlichkeit? Darüber spreche ich heute mit dem Philosophen und Psychiater Professor Thomas Fuchs. Er plädiert eben für die Rückbesinnung des Menschen auf seine Autonomie und Freiheit in seinem neuesten Werk, Die Verteidigung des Menschen, die vor kurzem im Surkamp Verlag erschienen ist. Er ist von der Ausbildung her Philosoph und Psychiater, seit 2010 Karl Jaspers Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Physiotherapie an der Universität Heidelberg. Guten Abend, Herr Professor Fuchs nach Heidelberg. Guten Abend, Frau Gill. Herr Professor Fuchs, in den Zeiten der Corona-Pandemie, Sie haben sich so intensiv eben mit diesen Prozessen, Folgen der Digitalisierung, künstlichen Intelligenz auf den Menschen beschäftigt. Was heißt das jetzt? Was wurde durch die Corona-Pandemie beschleunigt? Ja, wir können vielleicht die Pandemie in zweierlei Hinsicht betrachten, wenn es um die Prozesse der Digitalisierung und auch der Virtualisierung geht, die ich in meinem Buch ja untersuche. Zunächst einmal ganz sicher eine starke Zunahme, ein geradezu ein Hype in Richtung Digitalisierung, ganz einfach, weil das eben das Mittel der Wahl ist, um diese soziale Distanzierung und die soziale Kommunikationsaufhebung zu überwinden, die uns ja im Lockdown begegnet. Also wir müssen ja dankbar sein, dass wir diese Möglichkeiten der Online-Lehre, des Homeschooling, der Online-Unterrichts und eben dieser Kommunikation jetzt hier zwischen uns tatsächlich haben. Sonst wären wir aufs Telefon angewiesen. Das ist also keine Frage, aber damit geht einher eine ja von Digitalisierungs Euphorikern betriebene ja ein Vorantreiben dieser Technologien immer mehr als Ersatz für die tatsächliche Begegnung mit dem anderen. Ja, also es wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, wir hinkten sowieso hinterher in der Digitalisierung, und das mag ja auch in technologischen und Wirtschafts Prozessen der Fall sein, aber in den eigentlich bedeutsamen interpersonalen Begegnungen, da ist die Digitalisierung doch auch eine problematische Entwicklung. Und nun hat sich die Gewöhnung, unsere Gewöhnung an solche Verfahren, an solche Kommunikationsformen natürlich ein Stück weit durchgesetzt, aber doch auch sehr notgedrungen. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, doch auch ein Gefühl zunehmend entstanden für das, was uns durch diese Form der digitalen Kommunikation verloren geht. Also ich glaube, ein intensives Bedürfnis nach Begegnung, nach Berührung, nach tatsächlichem menschlichen Kontakt ist ja auch ein Ergebnis dieser Pandemie. Also können wir da zwei Seiten vielleicht unterscheiden. Eine, die ich in gewisser Weise problematisch sehe. Zum Beispiel ist es so, dass an den Universitäten es starke Bestrebungen, Tendenzen gibt, die Lehre überhaupt immer mehr online zu stellen. Also die Pandemie sozusagen dafür auszunutzen, eine schon vorher begonnene Digitalisierungswelle voranzutreiben. Auf der anderen Seite haben wir eben doch auch ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig es ist, tatsächlich Lehre, Austausch im konkreten Kontakt in einem gemeinsamen Raum zu vollziehen, weil mit diesem gemeinsamen Raum, mit dieser gemeinsamen Atmosphäre, mit dem zwischenleiblichen Kontakt, wie ich es nenne, auch Resonanzen und Erfahrungen verbunden sind, die wir unabdingbar brauchen, wenn wir einander wirklich begegnen wollen, wenn wir auch wirklich miteinander
kreativ sein wollen. Und ich glaube, es ist noch nicht ausgemacht, in welche Richtung sich nach der Corona-Pandemie diese Tendenzen nun entwickeln werden. Darum ist auch die Reflexion jetzt an dieser Stelle, glaube ich, sehr wichtig. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir Gedanken gemacht, inwiefern diese Folgen Einfluss haben auf und die Wahrnehmung des Selbst, also Folgen für den Menschen an sich, für das Du, also das Miteinander, die Zwischenmenschlichkeit und für die Gemeinschaft. Und ich möchte vielleicht mit dem ersten Themenblock beginnen, und zwar, was heißt eben diese Entkoppelung vom Leib, diese Folgen der Gehirnzentrierung, die Sie auch schon angesprochen haben, was heißt das für das Ich, was heißt das für das Selbst, also auch für die Selbstwahrnehmung? Nun, ich würde sagen, wenn wir uns in einer Weise selbst verstehen, die sehr stark diesen Tendenzen einerseits der Neurowissenschaften, andererseits der künstlichen Intelligenz folgt, nämlich uns als vor allem kognitive Wesen zu verstehen, die also Informationen aufnehmen, in ihrem Gehirn oder in ihrem Inneren zusammensetzen und dann sozusagen nach einer Art Algorithmus Bewusstsein erzeugen und dann ihren Output wieder in die Welt senden, um es mal etwas pointiert zu formulieren. Dann verstehen wir uns quasi nach Analogie unserer Maschinen, wie so eine Art bewusste Computer, die also programmiert werden können, die mit Informationen gefüttert werden können und die das dann wieder abgeben. Damit missverstehen wir uns auf eine ganz radikale Weise. Wir fassen uns als rein kognitive, informationsproduzierende Wesen auf. Tatsächlich sind wir aber zunächst mal leiblich fühlende, leiblich spürende, sich bewegende, aktive, also in einer Umgebung agierende Wesen. Und die hochstufigen Informationsaufnahmeprozesse, Verarbeitungsprozesse sind eine Zugabe. Ja? Das sind etwas Wichtiges für uns, wenn wir bestimmte Erkenntnisse erlangen wollen, wenn wir mathematische, wissenschaftliche Aufgaben zu lösen haben. Aber sie sind sicher nicht das, was uns als spürende, fühlende, voneinander abhängige Wesen grundsätzlich ausmacht. Es gibt ja auch ganze Bewegungen, also die Transhumanisten zum Beispiel, die genau das befürworten. Also das sind dann im Endeffekt ihre Kritiker. Ja, so könnte man sagen, denn Transhumanisten stellen sich den Menschen eben so als eine Art Körpermaschine vor, die ein Bewusstseinsträger ist. Ja? Der Körper dient dazu, das Gehirn zu transportieren, und im Gehirn entsteht die sozusagen unkörperliche Innenwelt, in der wir uns erleben. Das heißt, wenn der Körper eben nicht lebendig gedacht wird, wenn ich nicht dieses Wesen bin, das sich in seinem Körper spürt, bewegt, sondern wenn ich mich gewissermaßen in meinem Gehirn verorte, dann kann ich natürlich diesen Körper wie eine äußerliche Maschine betrachten und optimieren. Ja, er steht dann mir als Instrument zur Verfügung. Und dieses Instrument, so sagen die Transhumanisten, ist von der Evolution ja nur zufällig so produziert, hervorgebracht worden. Niemand hat sich das ausgedacht. Das ist ein unvollkommenes Produkt des Zufalls, einer Zufallsentwicklung. Und warum sollten wir diesen Körper nicht verändern und optimieren? Und das geht so weit, dass man projektiert, sich vorstellt, dass der Körper vielleicht überhaupt überflüssig sein könnte. Denn wenn Bewusstsein nur die Information ist, die wir im Gehirn finden, dann könnten wir diese Information ja vielleicht überhaupt auf andere Datenträger übertragen und den Körper, der ohnehin sterblich und unvollkommen ist, vielleicht loswerden. Das ist jetzt natürlich die radikale transhumanistische Utopie,
Aber in die Richtung geht es, den Körper nur als ein äußeres Vehikel betrachten, in dem wir zwar unterwegs sind, der aber unserer beliebigen Verfügung und Verbesserung, Enhancement genannt, unterliegt. Wem ja, soll denn diese Entwicklung dienlich sein? Ja, man stellt sich vor, dass die vielen Unvollkommenheiten, die wir in unserem Leben feststellen, Schmerzen, Krankheit, Alter, aber auch die vielen Unvollkommenheiten unseres Gedächtnisses, unseres Voraussehens der Zukunft, vielleicht auch die problematischen ethischen Verhaltensweisen, die wir bei Menschen finden, ja, also die Gefühlsprobleme, die wir mit uns haben, die Aggressionen, die wir immer wieder erleben, dass wir das alles so manipulieren, so tunen könnten, dass wir uns in eine irgendwie bessere, angenehmere Verfassung bringen. Transhumanisten wie etwa der Oxforder Transhumanist Nick Bostrom werden nicht müde, das wirklich in fantastischen Szenarien auszumalen, wie schön es sein könnte, wenn man in der Zukunft in 200 Jahren, hunderte von Jahren leben könnte, durch seine Fähigkeiten, unerhörte Steigerung von Erlebnissen erfahren könnte, also in ganz fantastische Gefühls- und Erlebniswelten eintauchen könnte, die alle dadurch ermöglicht werden, dass der Körper und das Gehirn entsprechend aufgerüstet wird. Das ist ein recht naiver Utopismus natürlich und eine Art Verlängerung von recht einfachen Bedürfnissen in die Zukunft hinein. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass solche Strömungen eine nicht unbeträchtliche Auswirkung, nicht unbeträchtlichen Einfluss haben, nicht zuletzt in Amerika, dass sie auch auf digitale Konzerne einen hohen Einfluss haben. Nicht umsonst sind sie ja besonders in Kalifornien lokalisiert. Und wir haben vielleicht noch einiges zu erwarten von solchen Bestrebungen. Und welche konkreten Folgen hätten diese Entwicklung für den Einzelnen? Also Sie sind ja auch Psychiater und können das aus dieser Perspektive vielleicht auch noch mal ganz anders einschätzen. Ja, das ist schwer vorherzusagen, weil wir natürlich noch nicht genau sagen können, welche tatsächlichen Veränderungen des Organismus, des Körpers wir vor uns haben und welche vielleicht noch auf uns zukommen. Zunächst mal bedeutet es eine grundsätzliche Veränderung unseres Selbstverständnisses. Wir nehmen uns dann wahr als vorläufige Wesen. Wir sind sozusagen mit unseren Unvollkommenheiten nicht mehr zufrieden, sondern wir wollen die Unvollkommenheiten der menschlichen Natur überwinden, abschaffen. Das bedeutet, dass es schwieriger wird für den Einzelnen, sich auch mit den notwendigen Widersprüchen des Lebens abzufinden, zurechtzufinden, sich sozusagen mit der Conditio Humana zurechtzufinden. Ja, das ist der Begriff, der ja zu verschiedenen Zeiten oder seit Jahrhunderten immer wieder bemüht wird, wenn es darum geht, das menschliche Leben auch als eine Art Schicksal zu sehen, dem wir ausgesetzt sind, dass man sich vielleicht nicht immer so ausgesucht hat, aber von dem es schwer ist, es einfach rundheraus ablehnen oder verändern zu wollen. Ja? Ich glaube, dass es dem Menschen nicht gut tut, wenn er die Schicksalhaftigkeit, die Gegebenheit seiner Existenz nicht im Wesentlichen und im Grundsätzlichen annimmt. Das heißt ja nicht, dass man nicht bestimmte Medikamente einnimmt, um die Gesundheit zu fördern. Das heißt ja nicht, dass man keine Brille benutzt oder vielleicht ein Hörgerät. Aber wo wäre dann für Sie die Grenze? Oder einen Herzschrittmacher. Ja, also wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir die Natur nicht beeinflussen oder nicht auch versuchen, mit Schwierigkeiten, mit Problemen, mit Erkrankungen besser zurechtzukommen.
Aber Transhumanisten wollen dabei nicht stehen bleiben. Sie wollen ja nicht etwas, was eine Funktionsstörung darstellt oder Funktionsminderung ausgleichen, wie das hier meine Brille schon tut, sondern sie wollen ja die Funktion verbessern. Ja? Mein Gedächtnis soll plötzlich 10-mal besser werden als bisher. Ja? Meine körperliche Leistungsfähigkeit soll erhöht werden. Müdigkeit ist irgendwie etwas Störendes. Der Schlaf ist ja eigentlich eine Art nutzlos verbrachte Zeit. Ja? Also all diese Veränderungen zielen auf Verbesserung vorhandener Fähigkeiten. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ist für Sie die Grenze jetzt erreicht ungefähr in der Optimierung? Oder wo ist das dann, wo es dann kippt, Ihrer Meinung nach, in der Verbesserung und Optimierung des Menschen? Ja, was verstehen Sie unter Optimierung? Wo optimieren wir uns? Naja, nicht nur in der Optimierung unseres Lebensumfeldes, das ist natürlich alles sehr viel leichter wird, natürlich auch mit dem Computer alles zu bedienen, auch die ganze, ganzen Krankenverlauf vielleicht anders zu bewerten. Also wo hört das auf, wo die Digitalisierung vielleicht auch das Nützliche bringt und dann kippt in etwas, wo Sie sagen, nein, da geht eben dieses Menschliche verloren. Ja, jetzt müssen wir schon unterscheiden. Die Digitalisierung, die Veränderung unserer Umgebung, die Veränderung unserer Technologien, die kann man für sich betrachten oder sollte man zunächst mal für sich betrachten. Und die hat unterschiedliche Auswirkungen, die unterschiedlich zu bewerten sind. Aber sie ist zu unterscheiden von der Veränderung unserer eigenen Natur. Ich plädiere grundsätzlich dafür, mit der Veränderung unserer Natur sehr, sehr vorsichtig zu sein. Schon erst recht dann, wenn es darum geht, genetisch in die Natur des Menschen einzugreifen, also Veränderungen sozusagen unumkehrbar zu machen, dadurch, dass sie ins Erbgut eingehen und das vorübergehende Optimieren etwa zum Beispiel der Leistungsfähigkeit durch bestimmte Psychostimulantien, das mag man ja noch hingehen lassen, auch das hat Probleme. Aber wenn ich die psychische Leistungsfähigkeit durch tiefergreifende, also vor allem genetische Eingriffe in den Menschen steigern wollte, dann hat das eindeutig einen revolutionierenden Charakter. Es verändert die menschliche Natur und zwar bleibend. Und das unterscheidet sich natürlich jetzt schon sehr stark von einer technologischen Veränderung unserer Umgebung, die wir nochmal für sich betrachten müssen. Auch da gibt es Möglichkeiten der problematische Entwicklungen der Entfremdung, zum Beispiel eben, dass wir immer mehr über virtuelle Medien kommunizieren und die tatsächliche Begegnung immer mehr zurücktritt. Das sind aber nicht Veränderungen der menschlichen Natur. Das müssen wir unterscheiden. Ich würde jetzt auf das zweite Thema kommen, und zwar die Folgen für das Zwischenmenschliche, also für die Beziehung zum anderen. Wie sehen Sie das, wenn man keinen Körperkontakt hat, eben keinen Realkontakt, diese leibliche Distanz ist, über die wir ja schon eingangs gesprochen haben? Was heißt das dann für die Zwischenmenschlichkeit, für die zwischenmenschliche Beziehung? Ja, ich will vielleicht mal so anfangen, nämlich mit der Bedeutung des Tastens und des Tastsinns, also sprich wirklich der körperlichen Berührung. Das ist der grundlegende soziale Sinn beim Menschen. Das vergessen wir oft, denn wir beginnen alle unser gemeinsames Leben mit anderen in einer Tastbeziehung. Wir werden nach der Geburt gehalten, gestreichelt, getragen, gewärmt. Wir spüren die Brust der Mutter, wir spüren die Wärme, wir spüren die Haut. Und der Tastsinn ist der früheste entwickelte und am weitesten entwickelte Sinn des Säuglings und der auch die elementare Kommunikation mit anderen herstellt. Wir wissen auch, dass zärtliche Berührungen mit anderen in einer besonderen Weise von der Haut auch wahrgenommen werden. Da gibt es die sogenannten C-taktilen Nervenzellen,
Die reagieren etwas langsamer als sonstige Berührungsrezeptoren und sind also besonders sensibel für die langsamere, also nicht plötzliche, sondern die langsamere, eben zärtliche Berührung. Sie vermitteln also quasi soziale Nähe. Sie machen aus dem physischen Kontakt eine empfundene emotionale Berührung. Wie sehr wir auf Berührung angewiesen sind, das zeigen auch die Ergebnisse der Bindungsforschung. In der frühen Kindheit sind unsere frühesten Sinne eben unsere frühesten Kontakte zu anderen vermittelt über die Haut, das sich anschmiegen, wie ich schon gesagt habe. Und Babys, die ohne solche Berührung und zärtliche Kontakte aufwachsen, ja, das wissen wir von den Beobachtungen von schwerer Säuglingsdeprivation, also Vernachlässigung in rumänischen Waisenhäusern der 1970er und 80er Jahre, die haben gezeigt, dass Säuglinge, auch wenn sie kalorisch angemessen ernährt werden, also sie verhungern nicht irgendwie oder werden nicht ausgehungert, aber sie wurden damals einfach nicht beachtet, sie erhielten sonst keinerlei Versorgung. Diese Säuglinge sind krank geworden, sie sind sehr häufig an Marasmus, also an Auszehrung gestorben, weil der Säugling auf diesen Kontakt lebensnotwendig angewiesen ist. Ja? Wenn wir jetzt auch im späteren Leben auf Kontakte, auf Berührung, auf Umarmtwerden völlig verzichten müssen, dann fehlt uns wirklich etwas Elementares. Ich glaube, viele Menschen haben das auch erfahren jetzt in den letzten Monaten. Und wir geben ja nicht auch umsonst dem anderen bei der Begrüßung eigentlich die Hand oder umarmen ihn, weil das eine wichtige Verbindung ist. Wir haben das Bedürfnis, einmal wenigstens kurz einen tatsächlichen leiblichen Kontakt mit anderen herzustellen. Das ist uns jetzt sozusagen weggenommen worden. Man hat sich eine Zeit lang dran gewöhnt, das ist schon richtig. Aber das wird sicher zurückkommen, denn der Mensch ist auf Berührung angewiesen. Ohne solche Kontakte trocknen wir gewissermaßen aus, wie Pflanzen im Sand. Und könnte man sich nicht daran gewöhnen? Also jetzt gerade, wenn gerade das ganze Umfeld so stillgelegt wird und alle in dieser Situation sind, könnte es nicht so sein, dass es da eine Änderung gibt, dass wir uns entwöhnen von diesem Umarmen zur Begrüßung? Oder brauchen wir das wirklich existenziell? Ja, ein gewisses Entwöhnen findet ja statt. Vielleicht haben Sie das selber auch mal beobachten können, dass man auf einmal, wenn man Filme ansieht, die jetzt vor Corona-Zeiten gedreht wurden und sieht da Menschen sich herzlich umarmen oder in größeren Ansammlungen eng nebeneinander stehen, dass man unwillkürlich denkt, Gottes Willen, was machen die da? Das darf man doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Also, dass man ein sozusagen Störungs-Irritationsgefühl erlebt, das geht natürlich auf so eine Umgewöhnung zurück. Trotzdem darf man das jetzt nicht überschätzen. Wir werden uns auch sehr rasch wieder zurückgewöhnen und wir werden das sehr genießen, bin ich überzeugt davon, wenn wir einander wieder normal die Hand geben und uns auch umarmen können. Dass das für Menschen gerade im höheren Lebensalter ganz zentral ist, wissen wir von der Lebensalterforschung, von der Gerontologie, dass gerade Menschen, die jetzt unter kognitiven Einschränkungen leiden, beginnender Demenz, dass die ganz besonders auf diese Berührung durch andere angewiesen sind. Ja, die Pflege, die Altenpflege, das ist sehr viel, hat es mit Berührung zu tun, weil das wieder der elementare Kontakt wird, den diese Menschen brauchen. Ja. Also ich bin sicher, dass es für uns existenziell notwendig ist, nicht in dem Sinne, dass wir regelrecht wie Säuglinge daran eingehen, wenn wir es nicht haben, aber dass es doch zu einem erheblichen Mangel, zu einem Einschränkung führt, die wir auch, wie wir sehen, die auch psychische Folgen hat. Es gibt ja eine Zunahme von Depressiven und von Angststörungen jetzt in dieser Phase. Natürlich besonders bei entsprechend vulnerablen Menschen, aber doch in einem erheblichen Maß nimmt das zu.
Wie lange kann man das eigentlich aushalten? Also Sie haben jetzt gerade die älteren Menschen erwähnt, aber dann gibt es ja natürlich auch noch die Kinder und Jugendlichen, für die ja jetzt einschneidende Änderungen natürlich sind in der Schule, in ihrem privaten Leben und das alles nur auf den virtuellen Raum beschränkt ist. Nun ja, bei den gerade Jüngeren und bei den Kindern ist es ja Gott sei Dank nicht so, dass sie darauf völlig verzichten müssen, denn es gibt ja innerhalb der Familie ja doch immer noch die enge Zusammengehörigkeit und gemeinsamen Erfahrungen, auch die Berührungserfahrungen. Also das ist jetzt keine, es ist ja keine Isolationshaft, in die wir da alle nun gebracht worden sind, sodass man nun tatsächlich nur noch auf sich verwiesen ist. Es ist ein ausgesprochener Mangel an Kontakt und das ist vor allem der Kontakt zu den Gleichaltrigen, der den Kindern massiv fehlt. Das ist wirklich eine enorme Einschränkung für die Kinder und Jugendlichen, denn die sind natürlich eigentlich besonders extrovertiert von Natur aus, eigentlich auf den Kontakt, auf die ständige Beziehung mit anderen ja angelegt und darauf angewiesen. Das ist für die schon ganz besonders einschränkend und einschneidend. Wie lang man das aber aushalten kann, dafür gibt es keine Maße oder auch keine Vorerfahrungen, auf die man zurückgreifen könnte. Das lässt sich so nicht sagen. Es ist eine Frage der Geduld, der Motivation, der Erklärung, die man braucht, um das sich immer wieder klar machen zu können. Auch ein Stück weit eine Frage des Lichtblicks, den man vor sich haben muss. Und wenn der immer wieder hinausgeschoben wird, wird es psychisch immer schwieriger. Ja? Wenn man also eine Hoffnung setzt, die dann wieder enttäuscht wird, ja? Wenn den Menschen Hoffnung macht, ja, also jetzt dauert es noch 4 Wochen und dann wird es wieder besser. Und wenn das wieder enttäuscht wird, dann wird es sehr, sehr schwer. Ich meine, diese Entwicklung oder diese Situation erleben wir jetzt ein bisschen, ja, die Corona-Müdigkeit, der Überdruss nimmt zu. Und für was würden Sie dann plädieren? Es gibt kein klares psychologisches Maß dafür, wann etwas nicht mehr ausgehalten werden kann. Für was würden Sie dann jetzt plädieren, also konkret in dieser Corona-Situation, in der Kommunikation, in der virtuellen Welt, aber auch wenn es um unsere Politik geht, für was würden Sie dann plädieren, wie wir dann damit auch gesamtgesellschaftlich umgehen sollten? Also über die Frage, wie lange und mit welchen Maßnahmen wir jetzt diese Eindämmung des Virus noch weiterführen müssen, darüber will ich gar nicht sprechen. Das ist jetzt nicht meine Sache, das ist ja Sache der Politiker und Epidemiologen. Für die Kommunikation ist wichtig die Akzeptanz. Also das Akzeptieren können ist ganz entscheidend. Solange man das Ganze einsehen kann und es in einer verständnisvollen, also auch empathischen Weise vermittelt wird, ich glaube, das ist den Politikern im letzten Jahr schon einigermaßen gelungen, solange steht die Bevölkerung auch hinter diesen Maßnahmen. Schwierig wird es, wenn sie eben immer wieder über den Haufen geworfen werden, immer wieder neue Maßnahmen nachgeschoben werden oder zurückgenommen werden oder wieder gesteigert werden. Also wenn so eine Unklarheit eintritt, das ist enorm belastend, das ist enorm stressig. Das sollte man unbedingt vermeiden. Und was man sonst tun kann, ist die Bedeutung der unmittelbaren, der nahen, der nächsten Kontakte klar zu machen und das zu stärken, zu unterstützen, dass eben in kleinen Gruppen und in kleineren Gemeinschaften wirklich eine intensive Nähe entstehen kann. Das ist natürlich die Sache der Menschen selbst, aber vielleicht kann man das auch politisch noch mit unterstützen, soweit es die Rahmenbedingungen zulassen. Je früher natürlich kleinere Gruppen sich wieder treffen können, sich wieder bilden können, desto leichter wird es. Ja. Ich möchte jetzt wieder von dem Thema der Folgen der Corona-Pandemie oder dem Umgang zurückkommen auf Digitalisierung, also allgemeinen
allgemeinen Entwicklungen, die Sie ja analysiert haben, und dann doch auch schon zu dem Thema, welche Folgen das für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft hat. Und da vor allem die Frage, ob diese Digitalisierung zu einer Entfremdung von Realität führt, auch gesellschaftlich. Mhm. Das heißt, wenn eben dieses Haptische verloren geht, können wir überhaupt die, oder wie können wir dann noch die Realität prüfen, ja, was richtig und was, ja, was falsch ist in diesem, ja, gerade virtuellen Raum? Ja. Ja, da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an. Die Virtualität hat ja mit einer Fähigkeit des Menschen zu tun, die man die Fantasie oder Imagination nennen kann. Immer wenn wir uns im Virtuellen bewegen, dann wenden wir eine Fähigkeit an, die darin liegt, sich etwas vorzustellen, sich etwas einzubilden, sich etwas zu denken, was woanders gerade passieren könnte, was das sein könnte. Also eine Als-ob-Fähigkeit, wenn man so will. Ja, wir haben als Menschen die Fähigkeit, über die konkrete Situation hinaus uns etwas vorzustellen, etwas zu fantasieren, Tag zu träumen und so weiter. Virtualität heißt ja auch sozusagen herausgehen aus der unmittelbaren, auch leiblich spürbaren Gegenwart und sich in eine andere Welt hineinversetzen. Wenn wir hier im Kontakt miteinander sind, dann ist das sozusagen eine Art hybride Form des Kontakts. Wir sind einerseits hunderte von Kilometern voneinander entfernt. Wir müssen uns also ein Stück weit hineinversetzen, vorstellen, in den anderen uns hineinversetzen, ohne dass er tatsächlich präsent ist. Andererseits sehen wir uns natürlich, wir sprechen miteinander. Und das ist so eine Art hybride Form des Kontaktes. Die Virtualisierung, wenn sie weiterschreitet, hat aber große Risiken. Sie bedeutet nämlich, dass wir nicht mit dem anderen in einem gemeinsamen Gegenüber sind. Da gehen viele Informationen, viele gemeinsamen Resonanzen und Gefühle verloren, die man braucht, wenn man wirklich mit dem anderen in einem persönlichen Kontakt sein möchte. Also, um ein Beispiel zu nehmen, Psychotherapie in unserem Fach, das kann man online nicht wirklich durchführen. Ja? Das ist zu sehr an die gemeinsame Atmosphäre gebunden, die man braucht, die Möglichkeit, auch mal still dazusitzen, zu schweigen, die Blicke schweifen zu lassen, aber auch dem anderen dann wirklich in die Augen zu sehen. Das können wir zwar so ein bisschen hier, aber immer wenn ich Sie anschaue, schaue ich natürlich gleichzeitig auch wieder nicht richtig. Also die Blickachsen treffen sich nicht so wirklich. Ja. Das sind also schon sozusagen Störungen dieses sehr elementaren zwischenleiblichen Kontakts. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Resonanz zwischen zwei Körpern sehr subtil abläuft. Ja, die feinsten Regungen, Blick auf die Augenaufschlag, das feine Lächeln, die feinsten Gestikulationen, Andeutungen von Körperbewegungen spielen eine Rolle. Die Körperbewegungen synchronisieren sich unbewusst miteinander, wenn man in einem Gegenüber ist. Das alles spielt für eine Psychotherapie eine ganz entscheidende Rolle. Es macht wesentlich die Atmosphäre aus und das Gefühl, mit einem anderen in Kontakt zu sein, angenommen zu sein, wirklich präsent zu sein in diesem ganz buchstäblichen Sinne, dass jemand da ist. Wenn Sie das online durchführen, dann gelingt das nicht in der gleichen Weise. Das heißt nicht, dass man das gar nicht machen kann, insbesondere wenn schon mal eine Beziehung gut etabliert ist am Anfang einer Psychotherapie. Dann können Sie natürlich auch mal telefonischen Kontakt haben oder wenn einer der beiden verreist ist, kann man notfalls auch mal ein Skype-Gespräch führen und das ist dann besser als keines. Ja? Aber es ist dann eingebettet in eine schon bestehende Beziehung, in der der andere mir schon mal gegenüber gewesen ist, schon mal wirklich präsent geworden ist. Ja, das braucht man, um wirklich Beziehung herzustellen. Jetzt geht es weiter.
Je weiter die Virtualisierung der Kontakte voranschreitet, desto weniger habe ich diese Erfahrung des unmittelbaren Gegenüber. Und dann wird nun etwas möglich, was eben wiederum in der menschlichen Fantasie liegt, die Möglichkeit von Projektion. Ja, ich kann mir über den anderen alles Mögliche vorstellen. Wenn Sie mit einem Menschen nur über E-Mail oder Chat oder WhatsApp in Kontakt sind, dann kann zwar alles Mögliche rasch ausgetauscht werden und wir können mit unglaublich vielen Menschen in Kontakt sein, aber es ist auch immer Raum für Projektion. Man kann sich alles Mögliche vorstellen oder einbilden. Man kann sich im Internet als jemand darstellen, der man gar nicht ist. Man kann also ein Scheinbild von sich schaffen, das auch wieder ein Gegenstand für Projektion anderer ist. Berühmtes Beispiel der Influencer oder Influencerinnen. Das heißt, es können alle möglichen Formen des Scheinkontaktes stattfinden, die zwar irgendwie befriedigend sind, aber in denen ich nicht wirklich dem anderen als Gegenüber begegne. Ja. Aus dem Smartphone blickt mich eben eigentlich niemand an. Ja. Das ist nicht ein wirklicher Kontakt, sondern es ist ein hybrider, ein Ersatz für die tatsächliche Begegnung. Das kann ja alles sinnvoll sein und wichtig und hilfreich sein, aber nur dann, wenn es eben irgendwann wirklich zu der tatsächlichen Begegnung kommt. Sonst sind wir in der Gefahr, und das zeigt sich bei vielen dieser Kommunikationsformen, Online-Dating und so weiter, da ist man immer in der Gefahr, gar nicht mit dem anderen wirklich zu tun zu haben, sondern eigentlich mit einer Projektion oder mit einem Bild, das der andere nur darstellt, dem aber gar nicht wirklich seine Person entspricht. Und diese Unterscheidung, die könnte im Lauf der Zeit zunehmend verwischt werden, ja, dass wir uns daran gewöhnen, diese Form von Kontakt irgendwie als gleichrangig und sozusagen homogen anzusehen. Aber was heißt das dann für unsere Gesellschaft? Also ist damit auch, sind damit im virtuellen Raum auch neue Räume der Destruktivität des Bösen geschaffen worden, also weil man sich zum Beispiel ganz anders geben kann und das eben nochmal einen anderen Raum bekommt? Ja, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich würde ja auf jeden Fall das bejahen, aber vielleicht noch eine kurze Beobachtung, die man seit den 1970er Jahren machen konnte. In den USA gibt es groß angelegte Metastudien, also Studien über psychologische Studien im Verlauf der letzten 30, 40 Jahre. Und die zeigen bei amerikanischen College-Studenten, dass die Empathiefähigkeiten etwa seit 2000 signifikant abnehmen. Also die Fähigkeit, sich in jemand anderen hineinzuversetzen, sich auch an die Gefühle eines anderen zu spüren und wahrzunehmen, nehmen signifikant ab. Und es spricht jedenfalls sehr viel dafür, dass wir die Quantität von sozialen Kontakten, die über das Internet und über das Smartphone möglich werden, dass wir die gewissermaßen bezahlen, dass die wirklich Begegnung mit einem anderen in einem Kontakt sein, wo man sich wirklich in ihn hineinversetzt, hineinspürt, dass wir das damit bezahlen. Dass das ein Stück weit verloren geht, die Fähigkeit in dieser Weise empathisch zu sein. Also dazu gibt es interessante Studien, die sind sicher noch zu früh, um daraus weiterreichende Folgerungen zu ziehen, aber es gibt doch Andeutungen dafür oder Hinweise darauf, dass das nicht ohne Folgen bleibt, unsere Form des Kontakts. Jetzt zu den besonderen Formen des Gruppenkontakts, die Virtualität auch möglich macht. Das sind die berühmten Echokammern im sozialen Medien. Die Echokammern sind ganz neue Formen des Kontakts, die darauf beruhen,
dass man nicht wirklich mit dem anderen zusammenkommt. Das ist ja kein, sind ja keine Versammlungen, keine Parteien, die sich da gründen, sondern es sind sozusagen virtuelle Gemeinschaften, Communities, die aber ein bestimmtes gemeinsames Thema haben und die nun sich als eine Gemeinschaft sehen, die diesem Thema sozusagen verschworen ist. Damit meine ich jetzt nicht die Verschwörungstheorie selber, sondern es ist zunächst mal ein sich zugehörig fühlen zu dieser besonderen Gemeinschaft. Und im Internet ist da eine Resonanz möglich für bestimmte Themen und für bestimmte Anliegen, die früher ja viel schwerer zu finden war. Und wenn Sie jetzt dann doch auf, wenn ich jetzt doch mal auf die Verschwörungstheorien zu sprechen komme, wie sie jetzt in Amerika besonders ja sichtbar geworden sind, aber auch bei uns zum Teil in der Corona-Pandemie, dann können wir sagen, Verschwörungstheorien hat es immer schon gegeben. Ja? Denken wir etwa an die Protokolle der Weisen von Zion, wenn Sie sich daran denken. Das heißt, das sind, wäre jetzt ein Beispiel, nicht? Da gab es die Vorstellung, die, das Weltjudentum hätte so eine Verschwörung ausgeheckt und die Weisen von Zion, also maßgebliche jüdische Führer, hätten sich im Geheimen getroffen und Reden gehalten, in denen sie die, die Unterjochung der Welt geplant hätten. Und auch da gibt es schon die Vorstellung, man nützt dazu besonders die liberale Presse und verbreitet Lügen in der Welt und es werden untergründig Machenschaften entwickelt, die die Weltherrschaft des Judentums vorbereiten und so weiter und so weiter. All das war fake, längst, also war schon bald bewiesen, hat sich aber ungeheuer verbreitet, allerdings doch über viele Jahre hinweg. Ja, bis diese 1903 zum ersten Mal erschienenen Protokolle, angeblichen Protokolle, bis die sich sozusagen im Westen ausgebreitet haben und danach maßgebliche Wirkung entfaltet haben, das hat doch viele Jahre gedauert, sogar noch in den späten 20er und Anfang der 30er Jahren in Deutschland haben diese sogenannten Protokolle der Weisen von Zion eine große Rolle gespielt, auch, auf die, auch für die nationalsozialistische Ideologie. Um die zu erhalten, musste man sich aber zumindest am Anfang in recht obskure Buchläden begeben und man musste diese Sonderdrucke sich da irgendwie besorgen. Das war nicht so einfach. Ja, wenn Sie früher Verschwörungstheorien gesucht haben, dann haben sie wenig Menschen gefunden, die das, die sie unmittelbar ansprechen konnten, sondern sie mussten sich da auf die Suche begeben. Das heißt, es hat viel länger gedauert, bis solche Rückkopplungen und Resonanzen möglich wurden. Das können Sie heute innerhalb von wenigen Stunden finden. Ja? Wenn Sie die ersten Ideen hören, sehen, lesen, dann braucht es ein paar Klicks und Sie kommen in eine Echokammer hinein. Und jetzt können Sie sehen, gehöre ich da irgendwie dazu? Ach, das ist ja interessant. Und Sie werden bestätigt von den anderen. Und in 0, nichts haben Sie eine Gemeinschaft gefunden, in der Sie plötzlich wichtig werden, in der plötzlich die Welt eine andere Form von Erklärung findet und in der Sie gewissermaßen abgegrenzt sind von den anderen, von den Gutgläubigen, von denen, die sich alles gefallen lassen, die sich manipulieren lassen. Also es entsteht auch das Gefühl, einer besonderen Gemeinschaft zuzugehören. Ja? Und diese Resonanz, die da entsteht, die ist wirklich ein neues Phänomen, ein hochproblematisches Phänomen, weil sie zu einer Fragmentierung, weil es zu einer Fragmentierung, zu einem Zerfall der Gesellschaft führen kann, in unterschiedliche sozusagen Innenöffentlichkeiten. Ja, wir haben nicht mehr eine gemeinsame Öffentlichkeit dann, die unterliegt dem Verdikt, dass es sich ohnehin um Mainstream und Mainstream-Medien, Lügenpresse handelt und so weiter. Damit sind diese sonst dem Konsens zugehörigen Ansichten gewissermaßen von vornherein diskreditiert. Wenn das die Zeitung XY schreibt, das kann ja nur gelogen sein oder es kann ja nur manipuliert sein. Und stattdessen an die Stelle dieser gemeinsamen Öffentlichkeit setzen sich
also Innenöffentlichkeiten. Ich kann sie ja viel schwerer abprüfen. Also diese Realitätsprüfung viel schwerer erfolgen. Also damit man mit mehreren Öffentlichkeiten in Kontakt kommt, also mit dem persönlichen Kontakt. Genau, da kommen wir jetzt zu dem, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Die Realitätserfahrung wird nicht mehr vermittelt, weil die Realitätsprüfung ausgesetzt wird. In den virtuellen Medien kann man die Realitätsprüfung ein Stück weit aussetzen. Man kommt nicht mehr in unmittelbaren Widerstandskontakt mit der Realität. Das ist ja sowieso eigentlich der ursprüngliche Erfahrung von Wirklichkeit. Man muss sich irgendwo anstoßen. Oder man muss mit einem anderen in Kontakt kommen, der nicht unbedingt der eigenen Meinung ist. Ja? Also man muss eine Widerstandserfahrung machen, dadurch auch korrigiert werden können, relativiert werden können. Und wenn ich das alles umgehen kann, dann bin ich natürlich in einer selbstgeschaffenen Blase, einer Pseudo-Wirklichkeit gefangen, deren Begrenzung ich gar nicht mehr spüre, weil ich ja die Korrekturerfahrungen nicht mehr mache. Also die Realitätsprüfung setzt aus. Und das Phänomen können wir jetzt wirklich bei der zunehmenden Virtualisierung der Gesellschaft erstmals ganz deutlich beobachten. Und ich glaube, wir haben noch kein gutes Gegenmittel dazu gefunden. Kann man denn diese Entwicklung, die Sie kritisieren, noch stoppen? Also da müssten wir jetzt die verschiedenen Bereiche betrachten, Digitalisierung, Medialisierung, Virtualisierung. Also grundsätzlich sind solche Tendenzen, gerade was die Digitalisierung betrifft, die einfach technisch, technologisch und wirtschaftlich möglich ist und auch gewünscht wird, die ist sicher nicht jetzt irgendwie aufzuhalten oder zurückzudrehen. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Es geht mir nicht darum, irgendetwas zu verteufeln und zum Bilderstürmer hier oder zum Bildersturm aufzurufen. Sondern es geht darum, wie wir das so handhaben können, dass es nicht uns beherrscht, sondern wir die Technologie beherrschen. Ja? Dass wir also so auf unsere eigentlichen Fähigkeiten uns besinnen und auf unsere eigentlichen sozialen Kontakte und Interaktionen uns besinnen, dass die im Zentrum bleiben. Ja? Meine Entscheidung, unsere Entscheidung, meine Erfahrung, unsere Begegnung, ja? Die Öffentlichkeit, die wir miteinander herstellen. All das muss im Zentrum bleiben, muss sozusagen den Rahmen bilden. Innerhalb dieses Rahmens können wir die virtuellen, digitalen Medien und Technologien einsetzen, aber immer nur als Mittel, nicht so, dass sie uns sozusagen beherrschen. Und wenn Sie Stellungnahmen der Politiker oder Wirtschaftsverbände, auch zum Teil der Wissenschaften in den letzten ein, zwei Jahren verfolgt haben zu dem Thema Digitalisierung, dann werden Sie vielleicht auch festgestellt haben, dass das oft eine Art Selbstzweck geworden ist. Man weiß eigentlich so gar nicht genau, wozu dient denn das jetzt eigentlich am Ende. Es heißt nur, Digitalisierung muss, wir sind zurück, wir sind hinten nach, China ist viel weiter, wir müssen endlich da den Anschluss finden und vorne dran sein, sonst werden wir abgehängt. Ja, aber was ist denn das für eine Motivation? Das ist ja eine rein funktionale Motivation, also sozusagen wirtschaftspolitische oder wirtschaftsstrategische Motivation. Ich möchte doch gerne mal hören, was uns die Digitalisierung denn für Errungenschaften bringen soll. Natürlich, hier und da wird das schon erwähnt, aber wenn man dann dran denkt, wie ist es denn eigentlich, das liebste Instrument des Deutschen ist das Auto. Jetzt wird mit allen Mitteln daran gearbeitet, ihm das Autofahren wegzunehmen. Ist doch eigentlich eigenartig, dass wir zukünftig in digitalisierten, vollautomatisch fahrenden, selbstfahrenden Autos fahren sollen. Nicht, dass ich da was dagegen hätte. Es fällt mir nur auf, dass das den eigentlichen Spaß des Fahrens ja eigentlich wegnimmt. Und es ist ein bisschen eigenartig, dass das gar nicht diskutiert wird. Ja, so ähnlich könnte man es auch in der Pädagogik
diskutieren. Es gibt klare Studien, die von dem australischen Pädagogen Hattie 2008 veröffentlichte Metastudie zeigt ganz eindeutig, dass die wichtigsten, dass der wichtigste Faktor für den schulischen Erfolg und für das Gelingen von Unterricht nicht die Digitalisierung, nicht der Computer, nicht die Klassengrößen, nicht das Klassenformat, nicht bestimmte Techniken sind, Lehrtürme, Lehrtheken und Labors und so weiter, sondern was ist das Wichtigste? Das Auftreten und die Persönlichkeit und die Wirkung des Lehrers oder der Lehrerin. Das ist in allen Studien, es sind über 1000 Studien ausgewertet worden für diese Untersuchung. Inzwischen sind sogar noch mehr geworden. Sie zeigen eindeutig, es ist die Person, die personale, persönliche Beziehung, die ist entscheidend für die Wirkung eines Unterrichts. Und wenn Sie das nehmen, dann fragen Sie sich doch, ja, ist ja schön und gut, dass die Schulen auch mit Computer ausgestattet sein sollen. Aber diese Lamoyanz, mit der immer wieder beklagt wird, wie weit die Schulen hinterher wären und die Schulen sind nicht durchdigitalisiert und die Schüler müssen doch endlich auch in der Grundschule anfangen, gleich Computer zu lernen. Dafür spricht nichts. Im Gegenteil, es ist ein reiner Selbstzweck. Die Digitalisierung wird sozusagen wie auf einer Fahne vor der Politik und der Technologieentwicklung hergetragen, ohne dass überhaupt wirklich diskutiert wird, wozu es denn gut sein soll. Ja? Jetzt haben Sie zwei Beispiele angeführt, die einen ja etwas schmunzeln lassen, aber man kann es ja noch viel dramatischer sehen. Ich will es mal zuspitzen. Also in der Weltgeschichte sind ja diese Entwicklungen, also ich wüsste nicht, an welcher Stelle sie wirklich mal aufgehalten worden wären. Und wenn man jetzt an die Atombombe denkt, was wäre, und die eben nicht aufgehalten wurde, was wäre denn in diesem Kontext denn die Atombombe? Was müsste denn passieren, dass man dann lernt, nein, es sollte in eine andere Richtung gehen? Also, wenn Sie den Vergleich mit der Atomtechnologie schon nehmen, dann zeigt sich natürlich, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Menschheit auf eine Technologie verzichten wird, die sie nun mal entwickeln kann. Dass diese Technologie katastrophale Folgen hatte, hat die Menschheit nicht daran gehindert, sie weiter voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Man kann ja hoffen, dass die Digitalisierung jetzt nicht zu den Folgen wie Hiroshima führt. Insofern bin ich relativ skeptisch, was die Frage betrifft, ob wir solche Technologien irgendwie aufhalten oder begrenzen können. Wir können ihren Einsatz begrenzen, ihren Einsatz sinnvoll bestimmen. Das ist eine gesellschaftliche, politische Aufgabe. In welchen Bereichen finden wir das sinnvoll? Wo wollen wir das vorantreiben? Zu welchem Zweck? Zu welchem Ziel? Was soll am Ende und was für ein Ergebnis soll am Ende stehen? Welche Nachteile sind wir dafür bereit, in Kauf zu nehmen? Nicht? Das muss alles von gesellschaftlichem Bereich zu gesellschaftlichem Bereich diskutiert werden. In der Medizin, bei der Diagnose, in der Psychotherapie, bei der Beziehung, in der Justiz meinetwegen. Ja? Auch da kann man fragen, wie weit wollen wir bestimmte Entscheidungsprozesse digital unterstützen lassen, so problematisch das sein kann, wenn es am Ende darum geht, dass in den USA die Rückfallprognose von Straftätern zum Teil schon über Algorithmen abgerufen wird und die Richter sich die Entscheidung damit erleichtern wollen. Das halte ich für hochproblematisch, um es noch vorsichtig auszudrücken. Wenn es um Menschen geht, sollte der Mensch immer entscheiden. Also solange es um Technologien, um Wirtschaftsprozesse geht, kann man ja ein Stück Entscheidung auch mal an Algorithmen delegieren. Aber immer wenn es um Menschen geht, die betroffen sind, dann sollten immer Menschen die Entscheidung treffen. Führt mich zu meiner letzten Frage, Herr Professor Fuchs. Ihr Buch
trägt den Titel Die Verteidigung des Menschen. Und in dieser Hinsicht, wer soll den Menschen verteidigen? Wir können uns gemeinsam darüber klar werden, welches Bild des Menschen wir aufrechterhalten, ins Zentrum stellen wollen. Ich habe es mal vorläufig und natürlich mit dem Ungenügen, das jeder Begrifflichkeit anhaftet, ich habe es mal ein humanistisches Menschenbild genannt. Ja. Das ist, muss man sich genauer ansehen, denn auch das humanistische Menschenbild, das wir klassischerweise probiert bekommen haben, hat seine problematischen Bereiche. Zum Beispiel ist es viel zu geistlastig, viel zu Eliten verhaftet. Aber sagen wir mal, ein Menschenbild, in dem der Mensch als ein lebendiges, leibliches, mit anderen in Kontakt stehendes Wesen im Zentrum steht, das Freiheit, das über Freiheit verfügt, ja, das sich selbst gemeinsam mit anderen bestimmen kann, das über eine Würde verfügt. Im Begriff der Menschenwürde kommt sehr viel von dem zusammen, was ich für zentral halte. Dieses Menschenbild können wir aufrechterhalten, verteidigen, und dann sind es wir alle, alle, die sich dafür interessieren, alle, die sich damit beschäftigen, die an ihren jeweiligen Platz dafür eintreten können. Also wenn es darum geht, dass Entscheidungsprozesse in einer Behörde oder in einer Institution an Algorithmen delegiert werden, dann kann man dagegen aufstehen. Dann kann man das verteidigen. Wir wollen das entscheiden. Wir wollen, dass wir die Bestimmer bleiben und nicht eine anonyme Intelligenz, die ihre Intelligenz sowieso immer von Menschen geborgt hat. Ja? Alle künstliche Intelligenz ist ja immer nur so intelligent wie die, die sie programmiert haben. Also das ist ja ein Schein, wenn wir glauben, diese Intelligenz sei uns in den wesentlichen Fragen überlegen. Die kann nur schneller rechnen und bestimmte Muster schneller erkennen, als wir das können. Aber wenn es um Entscheidungen geht, um das Wesentliche im Leben, dann können wir das nicht an eine sogenannte künstliche Intelligenz oder Algorithmen delegieren. Dann müssen wir uns selbst auch ein Stück weit gegen uns selbst verteidigen. Herr Professor Fuchs, ganz herzlichen Dank für all Ihre Ausführungen, all Ihre Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben zu vielfältigen Themen. Im Zentrum stand das Thema, welche Folgen die Corona-Pandemie hat, aber auch das, was dahinter ist, die vielleicht unaufhaltbaren Entwicklungen hinsichtlich Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Algorithmen und was es mit dem Menschen macht und welche Folgen es auch für das Menschenbild hat. Herzlichen Dank, und für alle, die das nächste Gespräch nicht verpassen wollen, den Abonnieren-Button hier unten klicken und das Glöckchen aktivieren, dann wird man benachrichtigt. Herzlichen Dank nach Heidelberg, Herr Professor Fuchs, für Ihre Zeit und das Gespräch. Danke auch Ihnen für das Gespräch, Frau Gill. Alles Gute weiter. Danke.